Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung von Spohn und Burkhardt. Mein Kollege Uwe Lutz und ich stellen Ihnen heute unseren M0 vor. Hallo und vielen Dank für die Einleitung. Der Joystick M0 ist für digitale Anwendungen mit maximal 505 Stufen bzw. für analoge Anwendungen mit Potentiometern konzipiert. An den Antriebsblock, der aus widerstandsfähigem glasfaserverstärktem PA6 gefertigt wird, können in modularer Bauweise Doppelkontaktelemente, Mikroschalter oder analoge Sensoren angebaut werden. In welchen Bereichen kann der M0 eingesetzt werden? Die Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlung, Öl- und Seeklima erlaubt den Einsatz in anspruchsvollen Einsatzgebieten. Welche Eigenschaften weist der M0 noch auf? Trotz sehr geringer Einbautiefe sind sowohl Einfachantrieb als auch Verbundantrieb alle mit Selbstrückgang realisierbar. Der für Kleinspannung entwickelte Joystick kann durch Anbau von Mikroschaltern auch für Betriebsspannungen von bis zu 230 Volt Wechselspannung eingesetzt werden. Der hohle Griffstängel wurde aus Stabilitätsgründen in Metall ausgeführt und ermöglicht dadurch auch den Einbau einer Drucktaste im Griff. Bei Potentiometeranbau beträgt der Hebelausschlag 28 Grad. Der Einbau einer Kreuz- oder Sonderkulisse ermöglicht spezielle Schaltfunktionen. Für welche Anwendungsbereiche ist dieser Joystick gedacht? Wegen seines geringen Gewichts und kleinen Abmessungen ist der Joystick prädestiniert für den Einbau in tragbaren Pulten, insbesondere Funkfernsteuerungen oder als Steuerschalter für Hilfsfunktionen. Vielen Dank für diese interessante Produktvorstellung. Weitere Informationen über diesen Joystick sowie das Produktportfolio von Spohn und Burkhardt finden Sie auf unserer Homepage www.spobo.de. Wir freuen uns, Sie bei unserer nächsten Produktvorstellung wieder begrüßen zu dürfen.